Worüber denkst du nach? Dass alles nur Glück ist. Alles insgesamt. Wir sind dieser gesamte kosmische Zufall. Es existieren über 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Und dennoch kein Zeichen von irgendwas oder irgendjemandem. Wie ist Ihr Name? Clara. Ich frage mich jeden Tag meines Lebens, ob noch was anderes da draußen existiert. Und Sie doch auch, oder? Wir benutzen die Daten des Lichts, um erdähnliche Planeten zu finden, was Masse und Temperatur betrifft. Schon klar. Finden wir eine neue Erde? Könnten wir auch Leben finden? Wir beide wissen doch ganz genau, dass es da draußen noch irgendwas gibt. Schade, ich habe immer gedacht, das Universum könnte uns noch überraschen. Wovor haben die Menschen am meisten Angst? Vor dem Tod? Dem Unbekannten. Das ist deine große Entdeckung. Ja! Oh mein Gott! Für den Moment sollten wir nicht wild herumspekulieren. Doch wir können. Isaac, du solltest jetzt aufhören. Du verrennst dich immer jetzt wieder. Jetzt ist es echt. Wir arbeiten in einem Bereich, in dem wir Grenzen verschieben können. Du guckst nur in den Himmel und übersiehst dabei, was direkt vor dir passiert. Du traust diesen Daten mehr als dir selbst. Ich bin nun mal objektiv! Nein, du bist verloren! Ich habe was gefunden.